Herzlich willkommen zum 10. Vortrag unserer Vortragsreihe Vom Schatten zum Licht. Das Thema heute ist der Fortschritt der Reformation in Deutschland. Bevor wir jetzt wieder in das Thema einsteigen, möchte ich Sie einladen, dass wir zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir können jetzt wieder einen frischen Einblick in die Geschichte der Welt bekommen. Danke, dass du uns das offenbart hast, wie du in der Geschichte der Menschheit gewirkt hast, wie du durch das dunkle Mittelalter hindurch deine Wahrheit hervorgebracht hast, durch Menschen, die sich dir treu zu dir gestellt haben. Segne uns, wenn wir jetzt mehr davon erfahren, was Luther in Deutschland, in unserem Land hier getan und wie er gewirkt hat, durch deine Gnade. Hab Dank dafür. Amen. Am achten Vortrag konnten wir hören, dass Luther am Ende seiner Reise sozusagen entführt worden ist. Er wurde von Friedrich von Sachsen, seinem Freund, entführt aus Sicherheitsgründen. Denn er stand ja unter der Reichsacht oder unter dem Bann und war somit vogelfrei. Jeder, der ihn sieht, hätte die Gelegenheit und die Möglichkeit gehabt, ihn zu beseitigen, ihn umzubringen und auch alle, die ihn unterstützt haben. Und so hat Gott Menschenherzen berührt und auch diesen Fürsten, den Friedrich von Sachsen, dass er ihn unter seinen Schutz nimmt. Und so sind die wildesten Spekulationen entstanden, was jetzt nun mit Luther geschehen ist. Die katholischen Führer hatten sich natürlich gefreut. Luther ist verschwunden, vielleicht ist er tot, umso besser. Denn dadurch würde die Reformation zu einem Ende kommen und die Sache ist gestorben. Mit was sie aber nicht gerechnet haben, ist, dass die Mehrheit des deutschen Volkes wegen dem Verschwinden Luthers sehr aufgebracht war. Und sie forderten und sie sehnten sich nach Aufklärung, nach Gewissheit. Und so sagte einer der katholischen Führer Folgendes, auf der Seite 171 im Buch Vom Schatten zu Licht kann man das nachlesen, da heißt es, der einzige Weg, uns selbst zu retten, ist, dass wir Fackeln anzünden und in der Welt nach Luther suchen, um ihn dem Volk wiederzugeben, das nach ihm verlangt. Glücklicherweise haben die Menschen in Deutschland erfahren, dass Luther aus Sicherheitsgründen entführt worden ist und jetzt sozusagen verwahrt wird, dass ihm nichts passiert. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen noch ein viel größeres Interesse an seinen Schriften bekundeten. So gingen Menschen von Haus zu Haus oder verkauften seine Schriften auf dem Markt. Hier sehen Sie eins seiner berühmten Werke von der Freiheit eines Christenmenschen. Es gab aber andere Menschen, die die Verantwortung spürten, da Luther jetzt nicht da ist, das, was er angefangen hat, fortzuführen. Leider auf ihre Art und Weise. So versuchte nämlich der Teufel durch falsche Propheten, die plötzlich aufstanden und gesagt haben, wir bekennen uns auch zur Reformation. Dadurch versuchte der Teufel, die Reformation ins Misskredit zu bringen. Diese Leute traten auf und sagten, wir identifizieren uns mit der Reformation. Wir stehen voll dahinter. Aber was sie in Wirklichkeit taten, ist eine große Lüge zu erzählen und weiterzugeben. Das erinnert mich übrigens an das, was in Apostelgeschichte 16 steht, wo Paulus auf seiner Missionsreise ankommt und plötzlich eine Frau auftritt mit einem Wahrsagergeist, also mit einem Dämon, und sagt, hört auf ihn,
Er verkündigt euch den Weg des Heils. Die Leute kennen diese Frau und sahen, aha, die arbeitet mit dem Teufel zusammen, indem sie Wahrsagerei betreibt. Und jetzt kommt der Paulus hier. Naja, wenn sie sich mit dem identifiziert, dann gehören die zusammen. So versuchte der Teufel, genauso wie er zu Luthers Zeit versuchte, das Evangelium ins Misskredit zu bringen. Damals hatte Paulus sich dagegen gewendet und gesagt, dass er nicht damit nichts zu tun haben möchte und dem Geist befohlen, die Frau zu verlassen. Genauso, wir werden das sehen, hat sich Luther verhalten und sich davon distanziert. Denn diese Leute lehrten nicht das, was Luther und was die Schrift lehrt, sondern sie lehrten, dass nicht die Bibel der Maßstab für Glauben und Handeln ist, sondern das eigene Gefühl, die Empfindungen und die Erfahrungen, die man im Leben hat. Das ist der Maßstab für mein Glauben und mein Handeln. Kommt das Ihnen bekannt vor? Wir werden sehen, wir werden nachher sehen, dass es auch heute hochaktuell ist. Einer behauptete sogar, vom Engel Gabriel unterrichtet worden zu sein. In Galater 1 steht aber, wo Paulus uns davon warnt, wenn wir, sagt er, oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen als das, was wir gepredigt haben, der sei verflucht. Und nur so kann man diesen Behauptungen entgegentreten, wenn man die Schrift kennt. Wenn nicht, ist man buchstäblich verloren. Das zeigt sich einmal mal wieder, wie wichtig es ist, die Bibel zu studieren und zu kennen. Und diese Fanatiker, diese Schwärmer, gingen dann zu Melanchthon. Hier können Sie ein Bild von ihm sehen. Melanchthon war ein Freund Luthers, ein enger Freund, der ihn in der Reformation sehr stark unterstützte. Und sie gingen zu ihm, um ihre Forderungen zu präsentieren. Und sie sagten dann, wir sind von Gott gesandt, das Volk zu unterweisen. Wir haben vertrauliche Gespräche mit Gott und wissen, was geschehen wird. Mit einem Wort, wir sind Apostel und Propheten und berufen uns auf Dr. Luther. Genau der gleiche Weg wie in Apostelgeschichte 16. Die Frau mit dem Wahrsagegeist. Genau das Gleiche. Der Teufel arbeitet immer gleich. Philipp Melanchthon antwortete ihnen, auf Seite 173 steht es, diese Leute sind ungewöhnliche Geister. Aber was für Geister? Wir wollen auf der einen Seite den Geist Gottes nicht dämpfen, auf der anderen aber auch nicht vom Teufel verführt werden. Ja, das ist wichtig, dass wir hier auch sehen, wie sich diese Männer mit der Schrift auskannten. Wir sollen den Geist nicht dämpfen, aber gleichzeitig uns auch nicht verführen lassen. Und so kam es, dass man die Früchte dieser Anhänger ganz klar sehen konnte, denn die Früchte waren katastrophal. Was ist geschehen? Die Menschen fingen an, die Bibeln, die noch vorhanden waren, ganz zu vernachlässigen. Studenten widersetzten sich jeder Einschränkung. Ganz klar war das, dass sie angefangen haben zu sagen, überhaupt gar keine Gesetze mehr. Wir brauchen Gesetze, um in einem Land friedlich miteinander leben zu können. Diese haben dann angefangen, alles über Bord zu schmeißen und sich jeder Obrigkeit zu widersetzen. Römer 13 sagt, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollten. Wir sollten den Gesetzen des Landes gehorsam sein. Und es ist auch unsere Pflicht als Christen hier treu zu sein. Aber auch nur so weit, dass das wiederum dem Gesetz Gottes nicht widerspricht. Zum Beispiel, gehen wir in ein kommunistisches Land, Nordkorea zum Beispiel, dort ist es nicht erlaubt, die Bibel zu verbreiten. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir Gott gehorchen? Oder sollen wir
der Regierung gehorchen. Die Regierung sagt, die Bibel ist verboten. Gott sagt, verbreitet die Bibel. Was sollen wir tun? Ganz einfach. Wir folgen dem, was Petrus in Apostelgeschichte 5 sagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollten die Gesetze des Landes respektieren und danach leben. Das tun wir auch. Aber nur so weit, dass sie nicht der Bibel widersprechen. Wenn dein Land verbietet, dass es nicht erlaubt ist, die Bibel zu verbreiten, dann sind wir nicht da an das gebunden. Diese Studenten warfen aber alles über Bord. Und so war die Reformation sehr gefährdet. Und die Vertreter des Papsttums frohlockten. Sie sagten, noch ein Versuch und alles ist zurückgewonnen. Weil sie ganz genau gesehen haben, dass dieser Fortschritt des Fanatismus, der Schwärmerei, die Reformation gefährdet und zu einem Ende führen wird. Als Luther von diesen Ereignissen hörte, sagte er, ich habe immer erwartet, dass Satan uns eine solche Plage schicken würde. Ist auch klar, wer Gottes Wort verkündigt, braucht nicht zu glauben, dass das ein einfacher Spaziergang wird. Die Bibel zeigt uns immer wieder auf, dass Jesus Christus vom Teufel konfrontiert worden ist und seine Worte immer wieder verdreht worden sind. Auch wir müssen immer damit rechnen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, dass wir Probleme bekommen. Die Fanatiker schadeten der Reformation mehr als die Anhänger des Papsttums. Denn die Stadt Wittenberg fiel dem Fanatismus dieser Schwärmerei zum Opfer. Und die Gegner der Reformation gaben Luther die Schuld dafür, dass es in ihrer Stadt so viel Gesetzlosigkeit gibt. Denn diese Schwärmer beriefen sich auf wen? Auf Luther. Und so war der Teufel sehr erfolgreich. Luther entschied sich, obwohl er ja noch immer unter dem Bann stand und getötet werden könnte, nach Wittenberg zurückzukehren. Und als er zurückgekehrt war, strömten die ganzen Leute herbei, um Luther zu hören. Und er fing an, über mehrere Tage zu predigen und den Menschen wieder das Wort Gottes zu bringen und das, was falsch gemacht worden ist, was falsch gepredigt worden ist von den Schwärmern, wieder ins wahre Licht, in das wieder zurechtzurücken. Und er sagte, dass die Messe, die Schwärmer wollten auch die katholische Messe mit Gewalt abschaffen. Er widersetzte sich dem und sagte, die Messe, die katholische Messe, ist ein böses Ding. Und Gott ist ihr Feind. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wieso sagt er sowas? Wer sich mit der katholischen Messe mal auseinandergesetzt hat und weiß, was dort passiert, der wird wissen, dass bei der Hostie Jesus Christus quasi ihm befohlen wird, in diese Hostie zu kommen und er noch einmal geopfert wird. Die Bibel sagt aber in Hebräer 9, dass Christus einmal geopfert worden ist. In Hebräer 9, Vers 28 heißt es, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. In der katholischen Messe wird aber Jesus Christus immer wieder geopfert, immer wieder. Und das ist nicht biblisch. Und er sagt deshalb, die Messe ist ein böses Ding und Gott ist ihr Feind. Sie sollte abgetan werden. Und ich wollte, dass in der ganzen Welt allein das evangelische Abendmahl gehalten würde. Doch sollte man es niemandem entreißen, wir müssen diese Sache in Gottes Händen lassen. Sein Wort muss arbeiten und nicht wir. Predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen, dringen mit der Gewalt will ich niemand, denn der Glaube will willig und ohne Zwang angezogen werden. Nehmt ein Exempel an mir.
Ich bin dem Ablass und allen Anhängern des Papsttums entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das ist eine wichtige Lehre für uns. Denn das ist das, was wir auch in der Bibel finden. Unseren Glauben sollten wir durch das Predigen, durch das Vorleben weitergeben, nie mit Gewalt. Deshalb ist das, was im Mittelalter geschehen ist, die ganzen Kreuzzüge, haben das biblische, die biblische Botschaft umgedreht. Wo es hieß ja, und willst du nicht mein Bruder sein, so haue ich dir den Schädel ein. Das steht nirgendwo in der Bibel. Und so wurde Gott falsch dargestellt. Und dagegen wandte sich Luther, dass man nie mit Gewalt den Glauben weitergeben sollte. Und so predigte Luther die ganze Woche und das Wort Gottes brach den Zauber des Fanatismus. Die Menschen haben wieder eingesehen, dass das, was sie getan haben, kein biblisches Fundament hat. Die Schwärmer forderten, also die Leiter dieser Partei, forderten aber ein Gespräch mit Luther. Und so kam es zu einem Gespräch. Auf was beriefen sich die Schwärmer? Auf ihre Erfahrungen, auf ihre Gefühle, auf ihre Eingebung. Auf was berief sich Luther? Er berief sich auf die Schrift. Und so können wir sehen, auf der einen Seite musste Luther gegen das Papsttum kämpfen, das sich auf Tradition berief. Und auf der anderen Seite musste Luther gegen die Schwärmer kämpfen, die sich auf die Gefühle beriefen. Und so entlarvte er sie als Hochstapler, die kein biblisches Fundament hatten. Der Fanatismus wurde leider aber nur eine Zeit lang eingedämmt. Denn später, das werden wir sehen, brach er erneut wieder aus. Luther schreibt, und das können wir in dem Buch vom Schatten zum Licht auf der Seite 176 nachlesen, die Heilige Schrift war für sie nichts als ein toter Buchstabe. Und alle schrien, Geist, Geist. Aber wahrlich, ich gehe nicht mit, wohin ihr Geist sie führt. Der barmherzige Gott behüte mich ja vor einer Kirche, darin lauter Heilige sind. Ich will da bleiben, wo es Schwache, Niedrige, Kranke gibt, welche ihre Sünden kennen und empfinden, welche unablässig nach Gott seufzen und schreien aus Herzensgrund, um seinen Trost und Beistand zu erlangen. Einer der bekanntesten Anführer war Thomas Münzer. Er war so der eifrigste unter diesen Fanatikern, unter diesen Schwärmern. Und seine These war, die Autorität des Papstes wurde durch die Autorität der Schrift ersetzt. Er sagt, das, was Luther gemacht hat, hat uns nur wieder einen neuen Papst gebracht. Denn dieser neue Papst ist sozusagen die Schrift und die brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist der Geist. Er sagte, die Schrift sei nur eine andere Form des Papsttums. Er sagte, steht auch auf Seite 176, wer diesen Geist besitzt, besitzt den wahren Glauben, auch wenn er niemals in seinem Leben die Heilige Schrift zu Gesicht bekäme. Gibt es solche Bewegungen heute? Wir werden das sehen. Was ist passiert? Einige Schwärmer fingen dann an, ihre Bibeln zu verbrennen, weil sie gesagt haben, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir brauchen nur die Erfahrung, nur das Gefühl. Und dann wird alles schon funktionieren. Sie beriefen sich immer wieder auf den Geist. Der Geist, der Geist. Und so fingen sie auch an, sich der weltlichen Obrigkeit zu widersetzen. Das Problem war, dass Deutschland, das Gebiet, wo sie tätig waren,
in einen Bürgerkrieg gestürzt worden ist. Es gab viel Blutvergießen wegen dem, was sie gelehrt haben. Denn die Menschen waren sehr aufgebracht. Es war eine Zeit, wo man wirklich nach der Wahrheit suchte. Die katholischen Fürsten, für die war das ganz klar. Sie sahen in dem, was jetzt dort passiert, nichts anderes als die Schuld Luthers. Denn er hat ja damit angefangen. Und die Schwärmer beriefen sich ja auf Luther. Sie haben das alles in einen Topf gemischt und gesagt, Luther ist an dem allen schuld. Und das passiert übrigens, haben sie gesagt, wenn man die katholische Kirche verlässt, dann gibt es nur Chaos. So fingen immer mehr Menschen dann wieder an, sich von Luther abzuwenden, weil sie die Folgen gesehen haben, was dann passiert. Die katholischen Leiter haben aufgrund dieser Situation schon das baldige Ende der Reformation vor ihrem Auge gehabt. Und wie würde das jetzt Gott noch einmal retten können? Fast unmöglich, oder? Könnte man meinen. Aber vielleicht etwas, was wir uns zu Herzen nehmen sollten. Die Methoden Satans sind heute die gleichen. Ich habe das schon mal gesagt, dass der Teufel immer nach einem gleichen Muster arbeitet. Und wenn man die Bibel studiert, kann man dieses Muster erkennen. Sünde wird als Gerechtigkeit und Gerechtigkeit als Sünde dargestellt. Er dreht das immer alles um. Und auch heute bemüht sich der Teufel, Menschen von der Schrift wegzubringen. Es gibt Menschen, es gibt Bewegungen, es gibt sogar ganze Kirchen, die sagen, man soll dem Gefühl und dem Eindruck folgen. Gibt es heute Bewegungen, die sich auch auf den Geist berufen? Die sagen, wichtig ist, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, ob du die Schrift kennst oder nicht. Was du glaubst, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du den Geist empfangen hast. Ich denke da zum Beispiel an die charismatische Bewegung, die genau das sagt. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wichtig ist, dass du den Geist empfangen hast, dass du Zungenrede praktizierst. Was du glaubst, welcher Kirche du angehörst, was du lehrst und glaubst, das ist nicht wichtig. Ist es das, was wir in der Bibel finden? Sollen wir uns auf Gefühle verlassen, die heute oben und morgen vielleicht wieder unten sind? Oder sollen wir uns auf das Wort Gottes verlassen, das immer bestehen bleibt? Luther tat das, was er von Jesus gelernt hat. Als der Teufel Jesus konfrontiert hat, hat Jesus nicht geschaut, wie er sich gerade fühlt. Na, ich fühle mich jetzt so. Sondern Jesus hat sich immer wieder auf das Wort Gottes berufen. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Genauso auch Luther. Luther berief sich auf die Bibel und kämpfte mit dem Wort Gottes gegen die Autorität des Papsttums, indem er sagte, nicht die Tradition steht über der Bibel, sondern die Bibel steht über der Tradition. Und wenn die Tradition der Bibel widerspricht, hat die Bibel das letzte Wort. Wir sind nicht gegen Kirche und wir sollten auch nicht gegen eine Kirche sein. Uns liegt jede Kirche am Herzen und auch mir, weil Gott, ja Jesus Christus selbst, die Kirche, die Gemeinde gegründet hat. Und wenn wir die Kirche, das Prinzip oder das Gebot der Kirche richtig verfolgen, dann wird sich die Kirche an das Wort Gottes halten und das so ausleben. Und Luther wollte das ja einfach nur wieder zurechtbiegen quasi, dass die Kirche sich nach der Bibel ausrichtet. Luther kämpfte mit dem Wort Gottes aber auch gegen die rationalistische Philosophie. Die Mutter der Aufklärung, würden wir ja sagen. Oder die moderne Wissenschaft, die genau das Gleiche macht, sich über die Schrift zu erheben. Wer hat heute das letzte Wort?
Die Wissenschaft. Wenn die Wissenschaft sagt, dass wir vom Affen oder vom Urknall abstammen, so ist es dann so. Und die Wissenschaft hat gesprochen. Was ist, wenn die Bibel etwas anderes sagt? Wer hat das letzte Wort? Luther hat gesagt, dass die Bibel über der Philosophie und auch über der Wissenschaft steht. Weil das Wort Gottes die Wissenschaft ja selbst gegründet hat. Wir sollten niemals wissenschaftsfeindlich sein. Denn Gott benutzt die Wissenschaft, um zu ihm zu führen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Wenn sie nach den Methoden Gottes, wenn die Wissenschaft nach den Methoden Gottes ausgerichtet wird, gibt es keinen Widerspruch. Luther kämpfte aber auch gegen die schwärmerischen, gegen den schwärmerischen Fanatismus, der gesagt hat, Erfahrungen, Gefühle stehen über der Bibel. Hier bezog er ganz klar Stellung, genauso wie Jesus, und sagte, nein, die Bibel muss über meinen Gefühlen, meinen Eingebungen stehen. Wenn mir ein Engel erscheint und sagt, dass Jesus Christus nicht Gott ist, wem traue ich dann? Dieser Erscheinung, dieser Erfahrung, die ich gemacht habe? Oder dem Wort Gottes, das mir sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der göttlichen Ursprungs ist? Heute gibt es genauso alle drei Facetten. Die Tradition, die Wissenschaft, die sich gegen die Bibel ausspricht und den schwärmerischen Fanatismus, den wir in der charismatischen Bewegung finden. Alle diese drei Produkte negieren die Bibel und schieben sie beiseite. Was Gott aber möchte, ist, dass es eine Kirche gibt, die nach dem, was die Bibel sagt, lebt. Was Gott möchte, ist, dass es eine Wissenschaft gibt, eine Philosophie sozusagen, eine Weltanschauung, die sich nach dem Wort Gottes richtet. Was Gott möchte, ist, dass wir unsere Gefühle, unsere Erfahrungen nach dem Wort Gottes ausrichten. Dann kann unser Leben funktionieren und wir werden nicht verführt. Wie es in Matthäus 24 steht, das Erste, was Jesus sagt, ist, seht euch vor, dass euch keiner verführt. Diese drei Punkte sind genauso heute, genauso aktuell und eine große Verführung für die Menschen. Was tat Luther? Er tat das, wozu Gott ihn berufen hat. Nach seiner Rückkehr von der Wartburg stellte Luther das Neue Testament fertig. Und dadurch gab er dem Volk, dem deutschen Volk, etwas, was das deutsche Volk noch nie hatte. Die Bibel in ihrer Sprache. Zum ersten Mal konnten sie das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen. Und das beunruhigte die Priester. Denn diese mussten sich ja jetzt verantworten. Das, was sie die ganze Zeit gelehrt haben, was nicht in der Bibel stand. Jetzt konnte das deutsche Volk in ihrer eigenen Sprache lesen, was Gott wirklich sagt und nicht das, was die Priester und Pfarrer und Pastoren von der Kanzel gepredigt haben. Jetzt konnte jeder selbst prüfen. Und das ist genau das, wozu uns Gott aufruft. Prüft alles. Wir sollen in der Bibel lesen. Rom versuchte aber trotzdem mit Erlassen und Bannflüchen und Strafen die Bibel zu verdammen. Keiner sollte sie lesen. Das, was Luther übersetzt hat, ist schlecht. Fasst das nicht an. Aber je mehr sie sich bemüht haben, die Bibel, das Neue Testament, später dann auch das Alte Testament, zu verdammen, umso mehr und so höher wurde das Interesse an der Bibel. Und das ist manchmal sehr interessant. Das, was der Feind manchmal versucht zu unterdrücken, umso interessanter wird das für die Menschen, die nach dem Wort Gottes sich sehnen. Die Übersetzung der Bibel gab der Reformation
einen neuen Aufschwung. Denn es sah so aus, als ob die Reformation jetzt zu Ende geht und Gott gibt durch die Übersetzung jetzt der Reformation einen neuen Aufschwung. Die Ketten des Aberglaubens werden gesprengt. Menschen sind nicht mehr in Unwissenheit, sondern sie wissen, was Gott wirklich sagt. Und jetzt passiert etwas Großartiges. Menschen aus allen Schichten, von arm bis reich, von intelligent bis unwissend, fangen an, in der Bibel zu lesen und sich mit den hohen Theologen anzulegen, indem sie sich genauso auf die Bibel berufen. Und somit waren die Priester und Mönche ihnen unterlegen. Weil wenn du dich auf die Bibel berufst, es gibt nichts Höheres, auf was du dich berufen kannst, als auf Gottes Wort. Auf der Seite 180 wird eine interessante Begebenheit beschrieben. Doch Priester, heißt es dort, und Mönche, die weder die Schrift noch die Kraft Gottes kannten, waren denen, die sie als ungebildete Heretiker verschrien hatten, vollkommen unterlegen. Leider, sagte ein katholischer Schriftsteller, hatte Luther die Seinigen überredet, man dürfte nur den Aussprüchen der heiligen Bücher Glauben schenken. Menschenmassen hörten den ungebildeten Männern zu, die sich sogar mit den gelehrten und beredeten Theologen auseinandersetzten. Die beschämende Unwissenheit dieser großen Männer wurde offenbar, als man ihren Argumenten die einfachen Lehren des Wortes Gottes gegenüberstellte. Arbeiter, Soldaten, Frauen und sogar Kinder waren mit den Lehren der Bibel besser vertraut als Priester und Gelehrte. Auf der einen Seite ist das traurig, dass Priester und Gelehrte unwissend sind in dem, was die Bibel sagt. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott Menschen aus allen Schichten erleuchten kann, wenn sie Gottes Wort lesen. Und so ging die Anzahl der katholischen Gottesdienstbesucher zurück. Was sollten jetzt die katholischen Geistlichen machen? Sie hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit war zu sagen, vielleicht sollten wir das noch einmal überlegen, was wir da tun. Vielleicht sollten wir wirklich uns nach dem Wort Gottes ausrichten und die Kirche reformieren. Ich glaube, das ist das, was die Bibel auch, was Gott sich auch gewünscht hätte. Aber sie haben sich nicht dafür entschieden. Für was sie sich wirklich entschieden haben, war Tod und Verfolgung. Sie haben angefangen, die Menschen, die diesen Glauben vertraten, zu verfolgen. Sie riefen die Behörden, die staatlichen Behörden, um Hilfe. Und sie fingen an, Menschen, die den Reformierten, die den protestantischen Glauben annahmen, zu verfolgen, einzusperren und zu foltern. Doch diese Menschen haben etwas gelesen, was in Matthäus 10 steht. Wenn Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 23, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Und genau das taten die Protestanten. Sie fingen an, in die verschiedenen Städte zu fliehen. Und das Evangelium wurde durch die Verfolgung sehr schnell ausgebreitet. Eigentlich wollte der Teufel jetzt durch die Verfolgung das wieder stoppen, aber er konnte es nicht. Weil die Menschen etwas geschmeckt haben, was besser ist. Gottes Wort. Vergeblich haben sie es versucht. Die kirchliche und weltliche Obrigkeit, die Reformation zu vernichten. Vergeblich. Denn Gefangenschaft, Folter, Feuer und Schwert können Gottes Wort nicht vernichten. Und wir sind heute Zeugen. Das dunkle Mittelalter ist vorbei und heute haben wir Zugang zum Wort Gottes. Die Frage stellt sich jetzt aber, was machen wir jetzt mit dem
mit der ganzen Geschichte, die wir heute gehört haben. Es ist wahr, das ist alles passiert. Man kann es in den Geschichtsbüchern nachlesen. Man kann es in diesem guten Buch hier, Vom Schatten zum Licht, nachlesen. Aber was bleibt? Jetzt haben wir es gehört. Die Menschen sind für die Wahrheit eingestanden, haben Folter, Gefangenschaft, Feuer und Schwert auf sich genommen, damit wir dieses Buch hier in den Händen halten können. Die Frage, die mir sich jetzt stellt, ist, was machen wir damit? Wo befindet sich unsere Bibel? Ist unsere Bibel vielleicht irgendwo in einer Schublade versteckt? Oder verstaubt unsere Bibel zu Hause irgendwo auf einem Regal? Menschen haben alles dafür gegeben, damit wir heute eine deutsche Übersetzung haben. Jeder kann eine bekommen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was machen wir mit dieser deutschen Übersetzung? Lassen wir sie verstauben oder lesen wir sie und lassen uns verändern und geben das an andere Menschen weiter? Die Entscheidung ist wie immer, liegt wie immer in unseren Händen. Wir müssen genauso wie diese Menschen eine Entscheidung treffen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Es lohnt sich. Amen. Ich möchte auch an diesem Abend Sie einladen, dass wir zusammen Gott dafür danken, für das, was er uns geschenkt hat. Lieber Vater im Himmel, du hast uns das Privileg geschenkt, dein Wort in einer Sprache zu lesen, die wir verstehen. Danke, Herr, dass wir in einem Land leben, das an dieser großen Reformation teilgenommen hat. Wir haben viel entdecken können. Wir haben gesehen, wie Menschen alles gegeben haben. Herr, wir möchten auch alles für dich geben. Dieses Buch, das du uns geschenkt hast, dein Wort, möchten wir lesen und es an andere Menschen weitergeben. Hilf uns dabei, dass wir es nicht vernachlässigen, sondern täglich in der Schrift suchen und forschen, damit wir das entdecken, was uns verheißen ist, dass wir eines Tages dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Hab Dank dafür, Herr. Amen.